Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake und ich freue mich an Wolf, dass ihr wieder dabei seid, wa? Ja, ich entschuldige mich schon mal vorweg, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen verzögert nur arbeiten kann, aber meine eigentliche Arbeit fordert momentan sehr viel Zeit von mir, deswegen ist es ein bisschen schwierig. So. Wir sind hier, mit allen gesprochen. Ich möchte mich einmal neu ausrüsten im Waffenlager. Ich möchte nämlich, tja, das ist jetzt eine ganz schön gute Frage. Ich glaube, ich möchte für den Nahkampf die Kriegsmachete und für den Fernkampf tatsächlich die Katastrophenkanone. Und hier möchte ich Tretminen. If there's anything that blade can't split open, a cannon ought to do it. Genau, das habe ich mir auch gedacht. What? Ist noch so ein kleines Nebengebäude. Ist aber noch verschlossen, sowas Ärgerliches. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir brauchen nur noch einen Shard. Ich brauche nur noch einen Shard. Ich würde mal behaupten, dass ich weiß, wo er ist. Zulf. Er wartet in den Überresten des ausufernden unterirdischen Jura-Gebiets. Gibt es kein Zurück mehr? Ich will kein Zurück. Zia floh aus der Bastion, hat sie Ura angegriffen und erfuhr, was ihrem Volk in Wirklichkeit zugestoßen ist. Mein Gott. Naja, da ist der Kid. He'll be alright. Genau. Kido wird schon okay sein. Er sonst sich auch nie beschwert, wenn er auf die Fresse gekriegt hat. Just needs to get that shard from Zolf and come on home. The calamity hit the Tazzle terminal as hard as the ball. Oh, that's a laser thing, see. No chance anything survives. Ja, nein, hier definitiv nichts überlebt. Niemals nicht. You know why Zolf went back there. The place was his home. Ja. All his old friends. Das eine mit dem anderen synchronisieren. Ich selber nämlich mit dieser Tante hier. Dass sie mich auf jeden Fall nur angreift. Wenn ich den Schild oben habe. Weil dann blockt sie. Ich kann sie selber. Was für sie total die clevere Aktion ist. Mal hier irgendwo durchschießen. Hab ich durchgeschossen? Zolf must be there all along. Jo. Just waiting. Ja, wenn man auf sich selber schießt, ist natürlich auch dämlich mit Verlaub. Muss ich mich heilen oder reicht es, wenn ich den hier nehme? Das reicht, wenn ich den hier nehme. So. So. Hier nochmal kurz ein bisschen klein gehackt. You know what's funny? Funny? Zum Himmels Willen ist denn hier funny? Ist nichts funny. Das ist Arbeit. Härteste. Fiese, harte Arbeit hier. Zack, zack. Aufs Maul. Funny. Spinnt ja wohl.
Es baut jetzt schon auch so einen gewissen Druck auf. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so toll finde. Ups. Hab da wohl gerade mal was kaputt gemacht. Bums. Look around. There's not much left to do here in the Bastion, I'm afraid. So why not tell each other stories? Sehe ich anders. The time. Was immer das ist, ich werde es später herausfinden. But Zia, there's another reason I've been telling you all this. Auch mit so einem Raketenwerfer macht es schon irgendwie Spaß, hier durchzumetzeln. Denkst du, kannst du mich kriegen, wa? Hast du falsch gedacht. So, was passiert denn jetzt, wenn wir genau da einfach mal draufhalten? Nichts passiert. Ha. Höchst albern das ist. So, wie geht's denn weiter? Mit fiesen kleineren Frauen geht's weiter. Ja. Das soll ich verstehen. Willst du doch nichts mehr verstehen? Na gut. Dann geht's einfach weiter im fröhlichen Kloppereigen. 12.122. Oh, oh. Fiese Viecher. Fiese Viecher. Abgeschlossen die Forscher. Schön! Jetzt noch wisst ihr, was die Forscher sind. Aber das finde ich bei Gelegenheit raus. Au! Ach, die kleinen Viecher. Die sind ja nun auch irgendwie nervig. Weil ach, ist mir auch eigentlich egal. Ich metze mich hier fröhlich durch. Wenn der Onkel der Meinung ist, er muss mir hier kleine Episodengeschichtchen erzählen, soll er das tun? Ich prügel mich hier mal fröhlich durch. Da vorne stehen wieder so zwei Tränke, ob das wohl eine Falle sein könnte. Möchte es ja fast. Ceylandia will be whole again.
Autsch. Das war nicht gut. Muss ich nochmal wiederholen hier. Wenigstens gibt es Heiltränke. Das war tatsächlich eine Falle. Wie unfreundlich. Ugh. Ich direkt davor stehen und die erschießt sich selber. Das wäre mal lustig. Die ist nämlich wirklich hartnäckig. Everything will be back to normal. Aha. Gotcha. Problem is, we'll ja. Das ist natürlich jetzt nicht so richtig gut dann, wenn wir alle weg sind. Zulf ist mit dem Splitter zu den Tarsal-Schächten zurückgekehrt, um den Sturz der ich hab's nicht lesen können. All of this will just stop. Mhm. Klingt jetzt aber auch nicht so richtig erstrebenswert, wenn ich ehrlich sein soll. So. Things will go back to the way they used to be. Ja. Und dann Heiltrank. The way things were before this story. Mhm. Ein Hüpfscotch. Was um Himmels Willen kann dann ein Hüpfscotch? Hüpfen. Mann, 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 McSnake. Ah, jetzt kann ich springen. Okay, das ist ja irgendwie albern. Aber okay. Knapp. Knapp. Aber so richtig gut gelöst ist das mit dem Hüpfen nicht. Nicht. Wirklich nicht gut gelöst. Weil man nie so richtig weiß, wo man ankommt und wo nicht. Zum Geier. Was passiert hier? Und warum immer auf mich? Nichts wie weg hier, la la la, nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich fürchte, da muss ich tatsächlich mal ganz regulär mit Schwert und Schild ran. Hier hole ich mir noch so einen ab. Und dann geht's hier weiter. Also mich wieder alle verprügeln. So. Eieieiei. Eieieiei. Hüpfscotch. Hüpfscotch. Ich glaube,
werde einfach mal die Variante Jump and Run wählen. Und hier irgendwie so durchhopsen. Weil das doch ziemlich hart ist hier. Verdammt! Einen habe ich übrig, das ist ja gut. Puh, knapplich, knapplich. Heilung. Und jetzt? Irgendwas Essentielles verpasst. Dann. Hier irgendwo falsch abgebogen. Irgendwas vergessen. Habe ich nicht alle umgebracht? Worauf warte ich noch? Ha. Warum wachsen diese Eistapfen so erschreckend schnell in meine Richtung? Hier komme ich nämlich auch nicht weiter. Möchte mir das Spiel suggerieren, dass ich ganz mutig mal in irgendeine Richtung hopsen sollte? Da ist was, aber... Come on, sit still. Ja. Das Problem ist, wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin, hä? So. Unter uns gesprochen. In Hopstronikum komme ich hier auch nicht wirklich weiter. Nein, das ist nicht die richtige Richtung. Ich habe das Gefühl, hier wachsen die Eiszapfen. Sind sie wieder weg? Jetzt wachsen sie wieder. Tja, muss ich hier vielleicht einfach warten? Aber worauf? Langes Haar. Schönen Sommer. Nee, das hilft alles nichts. Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Tja. Tja. Also da muss ich jetzt tatsächlich erstmal passen. Meine lieben Freunde, ich komme an dieser Stelle des Spiels nicht weiter. Wo soll ich denn hier hin? Selbst mit Hüpftonikum und dem ganzen Gebrät.
Nein, falscher Knopf. Nicht mit dem Schwert schlagen. Springen sollst du, Junge. Springen. So. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Und hier geht's auch nicht weiter. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da laufe ich nur Gefahr runterzufallen. Da oben ist was, aber wie um Himmels Willen soll ich denn da hinkommen? Ha. Ist ja nun sehr albern. Okay. Hier unten ist auch nicht. Tja, ich fürchte, es bleibt nichts anderes übrig, als dieses Level nochmal zu spielen. Und das werde ich dann in einem nächsten Let's Play angehen. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Oh. Und tschüss.